came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten Folge der Team of the Week Squad Builder. Ja, wir machen zum Team of the Week 51 natürlich auch wieder einen Squad Builder und diesmal eine 3-4-3 Formation. Die hatte ich, glaube ich, sehr selten in den Bildern. Ich glaube sogar noch gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Wir beginnen mal direkt mit dem Torwart. Das ist einer, den ich schon mal in einem Squad Builder hatte. Und zwar ist das Rulli, der Informer und Geronimo. Könnt ihr euch ja noch dran erinnern, damals hat er mir nicht so gefallen. Aber hier, da war er eigentlich ganz solide, muss ich wirklich sagen, da war er ganz stark. Und ja, ich kann ihn euch jetzt irgendwie doch empfehlen, auch wenn FIFA 15 vorbei ist und ihr ihn wahrscheinlich eh nicht mehr ausprobieren werdet. Aber das Team kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, obwohl dazu kommen wir später nochmal. Aber ja, wie dem auch sei, wir gehen dann in die Innenverteidigung über und da haben wir erstmal einen Silber-Innenverteidiger, den ihr wahrscheinlich kennt, und zwar aus dem Brofist Cup Team. Ja, Spolly habe ich da drin gehabt. Ich glaube, er hat ein Tor sogar gemacht für das Team, ich bin mir gar nicht sicher. Ist 1,93 groß, 51 Pace, 77 Defending und 77 Physis. Sind sehr gut, wie ich finde. Ja, ein sehr solider Innenverteidiger, muss ich sagen. Ist nicht der schnellste, aber dafür ist er halt so ein richtiger Berg da hinten drin. Und mittelhohe Arbeitsraten sind auch richtig gut. Der bleibt gut hinten, ist selten vorne zu finden und das ist eigentlich sehr gut für einen Innenverteidiger, der vor allem Silber ist und nicht so ein gutes Positionsspiel hat. Der rechte Innenverteidiger ist dann Civelli, den kennt ihr nicht. Doch, den hatte ich, glaube ich, letzte Woche drin im Team, aber in der Lille-Version. Ich habe ja erwähnt, dass er einen Inform hat bei Bursaspor und es ist ja Zufall, dass ich ihn da einbauen konnte. Richtig lustig irgendwie, aber ist ja egal. 52 Pace, nur 78 Defending und 84 Physis, ist richtig gut. Und 61 passen auf einer Silber-Innenverteidiger-Karte ist auch ganz gut. 1,95 groß ist er, hat ein Kopfballtor gemacht. Könnt ihr euch ja später mal angucken, er ist ein sehr solider Innenverteidiger. Die Abwehr an sich ist nicht die schnellste, wie ihr bisher seht, aber der linke Innenverteidiger, gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar hat EA ja das Team of the Week wie immer am Mittwoch um 19 Uhr released und da hatten sie ein paar Probleme mit ein paar Spielern, die man nur als normale Version ziehen konnte und nicht als Informs. Und ich dachte mir, da ziehst du so ein paar Packs, habe ich 10 Packs gezogen oder so, und da hatte ich einmal den normalen und jetzt warte, es kommt. Ich denke mal, ihr könnt schon wissen, euch schon denken, wer es sein wird, wenn ich in die Liga gehe. Genau, Diego Godin, Erstbesitzer, 87er Wertung, 70 Pace, 65 Dribbling, 52 Schuss, 95 Defending, 70 Passen und 89 Physis. 1,86 groß, mittelhoch Arbeitsraten, der perfekte Innenverteidiger. Er hat mir so gut gefallen, Leute, wirklich, kauft ihn euch und er wird euch nicht enttäuschen. Ein richtig geiler Innenverteidiger. Ich habe ihn als First Owner, das ist mal richtig geil. Und ja, ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Er ist ein richtig geiler Innenverteidiger, hat zwar eine rote gekriegt, aber das war meine Dummheit, weil ich da einen hinten drin gegrätscht bin, aber es relativ egal. Jedenfalls hat er mir wirklich gut gefallen und ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Die Innenverteidigung hat mir an sich sehr gut gefallen, finde ich, weil sie sehr stark war, obwohl sie eigentlich gar nicht so schnell ist, was eigentlich manchmal wichtig ist bei Dreierketten. Der linke Mittelfeldspieler ist dann nicht Neymar, sondern Castro, Gonzalo Castro, nicht der von Dortmund, nein, sondern der hier. Ja, 81 Pace und 81 Dribbling, richtig gut. 73 Schuss und 71 passen leider nicht so gut und leider auch nur 3 Sterne Skills, aber hochgering Arbeitsraten, ist Linksfuß, ist gar nicht auffällig gewesen in dem Team, aber er hat auch keine Schwäche gezeigt und deswegen macht das ihm richtig gut. Und ja, 3 Sterne Skills, das heißt nicht das Beste, aber als Linksfuß kann man ihn da wirklich spielen und sich nicht beschweren. Er leistet sehr solide, ja, Arbeiten, würde ich sagen. Und der zentrale Mittelfeldspieler ist ein Second Inform und zwar aus dem aktuellen Team of the Week, Pjanic. Ja, Miralem Pjanic, für 40k habe ich mir geholt, in 6 Spiele 5 Vorlagen zu machen, ist, denke ich mal, richtig gut für einen ZM. Ich habe jetzt nicht so oft mit ihm geschossen, deswegen hat er leider kein Tor gemacht, hätte aber locker hingekriegt, hätte ich ein paar Mal von hinten drauf geschossen, weil der hat richtig kranke Longshots, Stats und auch richtig gute Longshots. Innen hat er rausgehauen, der war fast drinne, da war der Keeper aber so gut, der gegnerische. 74 Pace, 89 Dribbling, 82 Schuss, 90 Passen, 72 Physis und sogar noch 67 Defending. Mittel Arbeitsraten, 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, ist ein Rechtsfuß und ein richtig starker ZM, Leute, ein richtig geiler Achter, wirklich. Also wenn ihr daneben noch einen anderen Achter stellt, der verteidigen kann mehr, dann ist es ein perfektes Duo, würde ich sagen. Vielleicht einen Angolan daneben stellen, dann habt ihr das perfekte ZM-Duo, ey. Das ist so krank, Mann. Hier haben wir dann einen aus der, ja, Serie A wieder, genau. Und zwar einen Brasilianer, den ihr auch schon kennen dürftet, aber in der anderen Version. Und zwar haben wir hier Alan. Ja, Alan von Udinese noch.
haben wir hier 76 Pace, 72 Dribbling, 73 Defending, 75 Physis, 69 Passen und 56 Schuss. 1,73 groß nur, aber mittelhoch Arbeitsraten, Rechtsfuß. Er kann halt die verteidigen, wie ich es gesagt habe, einen daneben stellen, der verteidigen kann, und das ZM ist perfekt. Und das war es auch, das war ein richtig starkes ZM, ich kann es euch nur ans Herz legen. Die beiden sind wirklich gute Partner da in der Zentrale, also das geht einfach richtig gut klar, finde ich. Ja, viel zu Alan sagen muss ich, denke mal, nicht, weil ihr kennt ihn alle. Ich habe ihn ja schon mal gehabt, und zwar mein Brofist Cup habe ich ihn jetzt da drinnen gehabt, und ich denke nicht, dass ich noch mehr auf ihn eingehen muss. Im rechten Mittelfeld haben wir einen Portugiesen, der in die Super League gewechselt ist, und zwar Ricardo Quaresma. Den habe ich jedenfalls gezogen. In 6 Spielen nur ein Tor und eine Vorlage, liegt aber daran, dass der halt nur rechter Mittelfeldspieler ist, keine hohe Angriffsrate hat und ja, davor noch ein Spieler spielt, der richtig krass ist, aber leider auch nicht so gute Stats hat, also von den Statistiken. Aber ist ja relativ egal. 4 Sterne Weakfoot und 5 Sterne Skills, natürlich sein geilstes Attribut mit 84 Pace und 85 Dribbling. Noch 74 Schuss und 77 Passen sind richtig geil. Also er ist natürlich ein richtig guter Mittelfeldspieler. Jeder von euch kennt auch Quaresma, also muss ich nicht so viel zu ihm sagen, denke ich mal. Ja, wir machen dann einfach mit den Stürmer weiter, weil er kein Inform ist. Und zwar haben wir da einen Uruguayer aus der Serie A und nicht Cavani, sondern Nicolas Lopez. Ja, irgendwie, ja, habe ich erst an ihn als jungen Suarez irgendwie gedacht, weil der ist gerade mal 22 und erinnert mich irgendwie an ihn, ich weiß nicht warum. Ist natürlich Uruguayer deswegen, und ja, sieht irgendwie, ich weiß nicht, er sieht ihn irgendwie ähnlich, hat auch 81 Pace und ein richtig geiles Dribbling mit 82. Das kommt einem auch richtig gut vor mit 4 Sternen Skills dazu, das ist richtig geil. Der 71 Schuss, den merkt man wirklich, er hat 100%ige vergeben manchmal. Das war echt scheiße, aber was will man machen? So ist das nun mal. 64 passen noch, ist solide für einen silbernen Stürmer, und ja, Linksfuß ist er. Hat man auch gemerkt, er hat oftmals mit rechts geschossen, und da mit 3 Sternen Weakfoot ist er nicht immer drin, vor allem nicht mit dem Schusswert, aber er ist gut vorne, kann gut dribbeln, und dafür kann man ihn halt wirklich einsetzen. Der rechte Flügelspieler, tut mir leid, ist dann ein Portugiese, und zwar haben wir da Nani. Ja, Luis Carlos Almeida da Cunha, alias Nani, haben wir da. In 6 Spielen leider nur 3 Tore und eine Vorlage, liegt daran, dass der Stürmer die Vorlagen von ihm nie verwerten konnte, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber er ist wirklich ein richtig geiler Flügelspieler, Leute. 86 Pace und 89 Dribbling, das ist so geil, mit 5 Sternen Skills und 4 Sternen Weakfoot. Oi, 84 Schuss noch dazu und 83 Passen. Er hat 90 Longshots in den Ingame Stats und die sind wirklich gut von ihm. Also ich habe jetzt, glaube ich, keinen reingemacht, aber die sind trotzdem mega stark, Leute. Wirklich hochgeringe Arbeitsraten. Er ist nur vorne und das ist perfekt. Also die beiden, Nani und Quaresma, einfach nur pervers beide. Schult und euch unbedingt nah in ihren Form, der wird euch nicht enttäuschen. Wir kommen dann aber schon zum linken Flügelspieler, und das ist das Highlight des Teams. Haben wir einen Uruguayer, mit dem ich das gleiche Problem hatte wie mit Godin, ihn auch in der normalen Version gezogen habe und als First Owner jetzt habe. Ja, der 91er linke Flügel in Form von Edinson Cavani habe ich jetzt First Owner. In 6 Spielen, 8 Tore und eine Vorlage, und das ist linker Flügelspieler, Leute. Das ist echt krass. 84 Pace leider nur, was heißt nur, ist eigentlich richtig gut, und das reicht auch vollkommen aus für Cavani. 93 Dribbling ist richtig nice. 98 Schuss, der Typ hat so einen kranken Schuss, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mit einem 80er Passen dazu ist das noch nicer. Und 94 Physis, der Typ hat 99 Sprungkraft und 99 Kopfballpräzision. Ist richtig schade, dass der nicht als Stürmer ist, weil der wäre der perfekte Stürmer. Ich finde es wirklich so verdammt schade, dass der als linker Flügelspieler rauskam. Aber was will man machen? Er ist ein perfekter Stürmer für mich. Und ich konnte ihn nur als linken Flügel leider spielen. Aber was soll's, er hat mir trotzdem richtig gut gefallen. Und das Team hat mich von sich einfach mal komplett überzeugt, Leute. Wenn ihr es euch bauen könnt, euch es noch leisten könnt und auch die Lust noch habt, es mal ausprobieren, dann macht es doch einfach. Das Team ist perfekt. Ich sag euch, es wird euch nicht enttäuschen. Mich hat es auch nicht enttäuscht. Und ja, ich hoffe, ihr enttäuscht mich jetzt nicht und gebt mir einen Daumen nach oben und lasst vielleicht auch einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. FIFA 16 kommt ja auch bald raus, dann werden wir mal gucken, wie wir das auf dem Kanal hier regeln werden mit den Videos. Da werden ja bestimmt auch einige kommen. Von meinem Kollegen kommen dann auch wieder Videos hoffentlich. Und ja, das war's dann auch schon von diesem Video, Leute. Haut rein, guckt euch bitte noch die Torszenen an, die waren nämlich richtig geil. Viel Spaß dabei, haut rein.
take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is our story that we can take back someday. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is